Sentine, hör auf mich zu kitzeln und Sentine und... Warte mal, Kleiner und... Warte mal, was ist denn da draußen los? Hey, Kleiner, was machst du da? Hallo, Papa. Oh mein Gott, was ist denn mit dir los? Und, oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Syntax Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ich bin gerade aufgestanden. Und ich bin der Letzte, wie immer, der aufgestanden ist. Und warte mal, Sentino, was machst du da oben? Ich bin hochgeklettert. Nee, aber ich komme nicht mehr runter. Psch, leise sein. Ich komme ja schon gleich. Oh Mann, Freunde. Was macht der kleine Sentino da wieder für einen Quatsch da unten? Da bin ich mal wirklich super, super gespannt. So, Freunde, wir gehen jetzt mal nach unten. Was ist denn hier los? Stand hier nicht mal ein Tisch und wieso ist unser Haus so komplett leer und der Fernsehen ist auch hier weg und es fehlen auch ganz, ganz viele Sachen. So, da kommt noch was für den Sentino. Da müssen wir noch was wegnehmen und Freunde, da. Irgendwas ist doch hier ganz, ganz komisch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach draußen und hey, Vita, Vitamine, Kleiner und meine Freunde, was macht ihr hier? Hi, Senti, wir haben leider keine Zeit. Kannst du bitte wieder reingehen? Es ist gerade echt wichtig. Warte mal, wie ist es wichtig? Und Sentino, was ist hier los? Ja, also, wie soll ich das sagen? Wir haben uns für was entschieden. Und wieso ist mein ganzes Haus ausgeräumt? Und warte mal, Freunde, meine Couch und mein Fernseher, alles steht hier draußen. Und hat der Wind das rausgepustet oder was ist hier ja, los? Ja, 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 genau, das war so. Ja, jetzt, hey Sandy, du bist der Schlauste der Welt, deswegen gehst du jetzt rein und warte mal. Und, au, warte mal, da ruft jemand an. Hallöch, was, Sandy hat 1 Million? Oh ja, Sandy, du hast Diamanten gewonnen und du sollst jetzt nach Hause gehen. Tschüss. Warte mal, ich gehe nicht nach Hause, sobald ich nicht weiß, was hier los ist. Und wieso steht hier ein Umzugswagen? Und warte mal, Freunde. Ja, also, ach Mann, wie soll mir's der sagen, Sandy? Vitamin sagst du ihm? Ja, ich pack den nur schnell um, so. Was machst du da? Raus. Hey, Kleiner, sag das doch nicht so genau. Das kann man auch lieber sagen. Ihr schmeißt mich aus dem Haus raus, aber warte mal, das ist doch nur ein schlechter Scherz, oder? Nein, nein, das ist dein neuer Wagen. Mit dem fährst du dann 10.000 Kilometer weit entfernt. Tschüss. Warte mal, ihr wollt mich also aus der Stadt rauswerfen, oder wie? Ja, Sandy, wir haben uns mal überlegt und das Haus ist zu klein und ich glaube, der Kleine und ich bleiben hier und wir... Und du musst die Stadt verlassen. Genau. Warte mal, ich muss die Stadt verlassen. Was hast du eigentlich damit zu tun, Vitamine? Ich ziehe jetzt bei dir ein. Nein, das ist ein anderes Thema. Ja, Vitamine hilft uns nur hier. Schau mal, wie nett der ist. Der hat alles schon rausgetragen. Ich habe alles rausgetragen, Vitamine. Warte mal, Kleine. Das ist schwer alles. Das stimmt doch gar nicht. Aber warte mal, das kann doch nicht sein, Freunde. Ich werde hier niemals aus der Stadt ausziehen. So ganz, ganz schnell. Ich werde hier einziehen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, Freunde. Hey, Sandy, nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Vitamine, mach was. Ich werde doch nicht aus der Stadt gehen. Sofort aufhören, Sandy. Wir dürfen nicht. Du musst raus hier. Wirklich, niemals. Ist abgesperrt. Hey, ich gehe doch nicht raus, Freunde. Ihr wollt mich doch jetzt nicht ernsthaft aus der Stadt rauswerfen, oder wie? Doch, es geht nicht anders. Wir haben auch gar keine richtige Lust mehr auf dich. So, los jetzt, nach Hause. Ihr benennt euch sowas von komisch. Das hätte ich echt nicht erwartet. Vor allem von dir, Sentine. Wir sind doch gerade erst letztens in ein schönes neues Haus gezogen. Mit Vitamine sogar noch zusammen. Und jetzt wollt ihr mich alle aus der Stadt rauswerfen. Aber Kleiner, du willst es doch bestimmt auch nicht, oder? Doch, dann bekomme ich dein Schlafzimmer und ein riesengroßes Haus. Okay, okay, ich verstehe schon. Ich glaube, wenn man euch als Freunde hat, braucht man wirklich keine Feinde mehr. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, ha, das ist nur ein schlechter Scherz. Ich fahre jetzt weg und keiner wird mich aufhalten. Tschüss. Oh yeah, ciao. Also keiner wird mich aufhalten. Ich drücke jetzt aufs Gaspedal und fahre jetzt weg, tschüss. Freunde. Tüdelüdü. Ich fahre jetzt wirklich. Lebe wohl. Doho. Och, Mann, oh Mann, das kann nicht sein. Okay, mir reicht es. Ihr seid mir super gute Freunde. Ich werde jetzt alle meine Sachen einpacken, Freunde. Was ich nicht mehr brauche. So, meine Gitarre kommt sofort auch mit. Freunde, das war jetzt der allerletzte Tag von mir in der Stadt. Oh nein, wir müssen tatsächlich unser Haus verlassen. Was können wir noch alles mitnehmen? Ich nehme natürlich hier meine Gaming-Ecke so ganz, ganz schnell hier alles mit. Oh Mann, Freunde. Und ich würde sagen... Endlich los. Hey, ich komme ja schon. Genau, los. Jetzt beeil dich mal, Sandy. Och, ich kann es kaum abwarten, endlich ohne dich in der Stadt zu wohnen.
Ja, super, Freunde. Vielen, vielen Dank wirklich an euch. Ich habe die Sachen gepackt. Naja, Freunde, ich würde sagen, Kleiner, ich gebe dir noch einen kleinen Kuss. Nein, fahr jetzt weg endlich. Genau, los, Senti, fahr jetzt. Wir warten nicht ewig. Ja, los jetzt. Ist ja in Ordnung, Freunde. Schreibt mal jetzt gerne in die Kommentare. Sollen wir wirklich die Stadt verlassen? Ja oder nein? Und wenn du nicht willst, dass wir die Stadt verlassen, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Also alle jetzt liken, Freunde. Wenn du nicht willst, dass wir die Stadt verlassen, also like jetzt das Video, wenn du willst, dass wir hier bleiben für immer und ewig. Ich like nicht, ich will, dass du weggehst. Genau. Okay, es war mir wirklich eine super schöne Zeit, Vitamine. Lass dich noch ein letztes Mal drücken. Mann, ja, Sandy. Oh, es tut mir leid, aber es ging nicht anders. Okay, okay. Ich würde sagen, Freunde, wir setzen uns hin. Wir haben alle Sachen eingepackt und ich mache mich jetzt auf den Weg in die neue Stadt, Freunde. Und wohin soll ich eigentlich fahren? Mann, du kannst ja nicht mal richtig fahren. Oh ja, okay. Tschüss. Oh Mann, Freunde. Das war jetzt wirklich der Abschied. Ganz, ganz schnell. Wir fahren weg, Freunde. Ich weiß zwar nicht, wohin. Hey, Pferde, kann ich fliegen? Vielleicht bei euch irgendwie in einem Bauernhof wohnen. Naja, ich würde sagen, das wäre jetzt wirklich das allerletzte Video in der Stadt. Wir haben die Stadt verlassen. Oh Mann, das ist sowas von traurig, ey. Und ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Was soll ich jetzt ohne meine besten Freunde, ohne meine Freundin und mein kleines Baby machen? Ah, endlich ist er weg. Hahaha, ich bin es, Kürbis. Und hey, ihr da, das habt ihr wirklich super schön gemacht. Mein Plan ist aufgegangen. Oh, wir können doch nicht unseren besten Freund Sam wegschicken. Du bist einfach so böse. Oh, wir wollen Sandy wieder haben. Genau, und der Arme, der ist weggefahren. Wie soll ihn jemals anrufen? Er denkt wirklich, wir hätten ihn aus der Stadt geworfen. Aber das war alles nur dein Plan, du böser Kürbisrübel. Genau, und er denkt, wir sind dran schuld. Haha, da habt ihr ja wirklich gute Freunde. Sandy sollt jetzt immer denken, ihr seid die schlechtesten und schlimmsten Freunde, die ihn aus der Stadt geworfen haben. Hahaha, dabei war es nur alles mein Plan. Der Plan von Kürbisrübis und es ist aufgegangen. Na. Und ihr seid die Nächsten und diese Stadt wird eines Tages mir gehören und ich werde euch alle zerstören. Ahahaha. Ich hoffe niemals. Kürbisrübis, ich liebe dich. Dino. Wenigstens einer braves Kind, aber eine Nervenplage wären wir erstmal los und du bist der nächste kleine Orange. Ich werde dich zerquetschen. Nein, es ist nur Zeit, dass wir Sandy wiederholen, aber hau ab, du hast hier nichts zu suchen. Ja, niemals. Er wird nie wieder in die Stadt zurückkommen. Das war's jetzt mit Sandex. Sagt lebewohl, Freunde. Lebewohl, Sandy. Ach Mann, Freunde, ich fahre jetzt schon so lange hier drumherum und die Stadt ist immer noch da hinten. Ja, aber irgendwie kommt es mir vor wie eine Ewigkeit. Ich vermisse jetzt schon meine Freunde und die Stadt. Und warte mal, Freunde, ich habe meinen Lieblingsteddybär vergessen. Ich muss nochmal sofort zurückfahren. Ohne den Lieblingsteddybär kann ich auf keinen Fall einschlafen. Alle aus dem Weg. Oh Mann, ich hoffe, sie werden nicht schimpfen, wenn ich jetzt noch ein letztes Mal die Stadt besuche, Freunde. Schreib mal gerne in die Kommentare. Weißt du, was es damit auf sich hat? Vielleicht weißt du ja, wieso meine Freunde sich so komisch benehmen und wollen. Warte mal, Freunde, was ist denn da los? Und hey, warte mal, er ist wieder da. Was machst du denn hier? Warte mal, Kürbisrübis? Senti, was machst du denn hier? Du, bitte, du musst uns helfen. Warte mal, Freunde, ich muss euch helfen. Ihr habt mich gerade rausgeworfen aus der Stadt. Was wollt ihr eigentlich noch von mir? Da ist der Bösewicht. Guck ihn dir an mit diesem komischen Kürbiskorb. Der kleine spinnt wieder. Nicht du, Kleiner. Ahaha, ich bin es, Kürbisrübis und Mist. Mein Plan ist fast aufgegangen. Ich wollte dich aus der Stadt rauswerfen. Warte mal, das bedeutet, Kürbisrübis, du hast meine Freunde dazu gezwungen, mich aus der Stadt zu werfen. Ach Mann, es hat beinahe geklappt. Ach, komm her, du Idiot. Oh Gott, Freunde, ich werde euch retten. Hilfe, Sandy, Hilfe. Ganz, ganz schnell, Freunde. Wir rüsten uns sofort hier, zack, mit Waffen Sandy, raus. Du musst uns helfen. Ja, ich komme hier schon. Hahaha, keiner legt sich mit dem Kürbisrübis an. So, ganz, ganz schnell, Freunde. Wir laden hier sofort unsere Waffen ab. Das kann nicht sein. Los, geh aus der Stadt. Irgendwann wird mein Plan klappen. Los, auf ihn drauf. Mach doch was, Leute. Niemals, das sind meine Freunde. Meine Freunde würden mir sowas niemals antun. Ja, los, mach ich fertig. Ja, los, Papa.
Okay, Freunde, ganz, ganz schnell. Er kann doch echt nicht mehr viel Leben haben, Freunde. Wir laden die Waffe nach. Du wirst alles zurückbekommen. Los, ihr Idioten, hört jetzt auf mich. Kürbis. Du musst die Stadt verlassen. Du musst... Oh mein Gott, du hast uns tatsächlich gerettet. Ja, Freunde, oh mein Gott. Wir haben es wirklich zusammen geschafft. Wir haben den bösen Kürbis besiegt. Oh Mann. Aber, Freunde, ich habe mir jetzt doch noch überlegt. Ich will wirklich die Stadt verlassen. Tschüss. Nein, warte mal. Guck mal, wir haben sogar deinen Lieblingsteddy hier gelassen. Da ist er. Nein, Spaß, Freunde. Natürlich werde ich nicht die Stadt verlassen. Das war also alles nur der Plan vom bösen Kürbis. Er wollte mich aus der Stadt verscheuchen. Und ihr habt damit gar nichts zu tun, habe ich recht? Ja, genau. Ja, wir würden dir sowas niemals antun, aber zum Glück ist alles gut gegangen und du bleibst hier und Kürbis wurde endgültig besiegt. Oh ja, Santine, da bin ich auch wirklich sehr, sehr glücklich. Papa, kannst du gehen, bitte? Hey, Kleiner, ich bleibe jetzt hier, du kleiner Quatschvogel. Nein, Spaß, aber du hast ihn richtig fertig gemacht. Oh ja, Freunde, das war wirklich sowas von cool. Wir verlassen doch nicht die Stadt und bleiben natürlich auch hier. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Tschüss, Freunde.